Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Staxel. Und es ist der erste Sommertag. Hallihallo. Ich habe übrigens auch eine Ranch-Tür. Mal so. Soll ich eigentlich irgendwelche Samen kaufen oder so? Ja, müssen wir jetzt. Wir müssen jetzt tatsächlich Sommersamen kaufen. Ich guck mal. Aber da steht auch nicht was. Du musst die kaufen, dann kannst du sie zurücklegen. Dann siehst du, für welche Jahreszeit die waren. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Melonen gehen. Die haben wir auch. Sogar nämlich im Schrank einsortiert. Kartoffeln? Also ich würd teure Samen kaufen, weil die werden dann auch wahrscheinlich viel Geld... Wir haben eine Fliege bei uns im Haus. Mach weg. Soll ich mal einen Apfelbaum holen? Das können wir auch machen. Hab einen. Fliege ist gefangen. Und einen Orangenbaum hole ich auch. So. Ernten. Die goldene Karotte ist fertig und das wächst prächtig. Okay. Gut. Dann gießen, 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 gießen. Achso. Das Feld hier beernten. So, ich habe jetzt mal ein paar Samen gekauft, so random. Ich finde es immer wieder schön, dass ich alle Schmetterlinge mitnehme. Genau, also wir sollten jetzt wahrscheinlich unser ganzes Geld für Samen ausgeben, weil es Sommeranfang ist und wir dann wahrscheinlich zum Sommerende alles verkaufen können und dann, wie gesagt, reich sind. So, was ist das jetzt? Apfelbaum. Wo wollen wir den Baum hin tun? Achso, den würde ich nicht auf die Farm backen. Den würde ich halt irgendwo... Ja schon, aber hier am Rand oder so. Hier würde ich den hin tun. Hier würde ich zwei Bäume hin tun. Und dann können wir hier, wenn wir wollen, so ein Hütchen oder so hinmachen. So für so Abstellsachen oder so. Oder so eine, wo wir unsere Dinger, so eine Willst kleine, wie nennt man das? Keine Ahnung. Oder hier bei den Kühen. Das würde auch ganz gut aussehen. Da haben wir auch ewig viel Platz. Passt das überhaupt da, wo du brauchst? Weil da ist noch der andere Baum im Weg, oder nicht? Du brauchst eine Spitzhacke. Hast du eine Spitzhacke? Ja. Mach mal weg. Warte, ich habe auch Erde. Mach mal hier auch das weg, den Stein. Ja. So. Ich pack da eben noch Erde rein. Einen Moment. Nein, das wollte ich nicht. Da. So. Wegschaufeln. Zack. So. So. Ich pflück dann mal für unsere... Ja, du brauchst doch nur ein Feld für den Apfelbaum, oder nicht? Ich habe zwei Bäume. So. Und ich kümmere mich mal hier um die Samen, die wir bereits haben. Ich würde gerne so eine Melonenplantage machen, weil davon haben wir ordentlich. Und ein goldener Kartoffelsamen tatsächlich. Den packen wir einfach hier nach vorne auch. Zack. Ja, guck mal, wie viel das hier einnimmt. So ein Vierer oder ein Dreierfeld? Vierer. Ein Dreierfeld. 1, 2, 3. Okay. Dann mach doch einen Abstand aber noch dazwischen, oder? Weil ich hab... Wachsen die da nicht ineinander oder so? Ich weiß nee. Nicht. Die wachsen nicht ineinander. Ja, wenn es so nah beieinander ist, deswegen... Alter. So. Hä? Ah, okay. So. Melonen brauchen auch mehr Platz. Dann lass mir mal hier Platz für die... Ich baue hier auf die Seite ganz viele Melonen, weil ich habe jetzt noch super viel... Wie viel Geld hast du noch? 2681.
Ja, das sollten wir alles in teure Samen investieren, damit wir am Ende des... Ich hab schon etwas. Toll, das war nur eins. Okay. Warte, ich verkaufe jetzt die Couch noch und dann dürfte ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Ich guck mal, wie viel gibt die Couch? Ah, bravo, Hundi, 3000. Also ich kaufe jetzt für 6... Hä? Ich kaufe dann für 6000 Samen. So. Auch Melonen, und die Bäume sagen. Brauchen nicht gewässert werden, ne? Nur mal so als okay. Info. Dass da immer der Kleine hier vorsteht, ist ja unglaublich. Oh Gott. You are mine now. 30 Wassermelonen. Welche, was geht noch im Sommer? Karottensuppe, Kohlsuppe, Tomatensuppe, Steckrübensuppe. Haferbrei. Oh Gott. Gemüseeintopf. Oh Gott. Was braucht man da für alles? Viel. Also ich habe da jetzt Aubergine und Himbeere hingepflanzt. Okay, dann hol du mehr, dann mache ich alles auf Melone. Was soll ich denn mehr holen? Sag mir ja, doch. Aubergine und das, was du geholt hast. Himbeerbusch. Also ich hole jetzt für insgesamt... 5000 habe ich jetzt Wassermelonen geholt. 54 Stück. Warte, ich mach's gerade. Ich habe jetzt 60 Wassermelonen. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Hm. 60 Wassermelonen. Ich habe nur noch 6. Okay. Also die Wassermelonen haben jetzt knapp 5500 gekostet. Hoffentlich lohnt sich das. Okay. Alter, ich habe so viel Kram hier drin. Ist ja unglaublich. So. So und so. Und das hier auch noch wegholzen. Ich brauche wahrscheinlich richtig viel Platz. Ich komme wieder. Komm mal wieder. So. Die Melonenplantage wird riesig. Gurke, Karotte, Aubergine. Geht das denn auch alles im Sommer? Wo steht denn das? Bei den Samen. Wenn du deine Maus drauf hältst im Inventar. 4 Tage Aubergine. Im Sommer aber auch? Ja. Okay. Karotten auch. Gurke auch. Okay. So. Karotte. Das machst du ja echt hübsch hier. Wer? Oh Gott, was muss... Ja, ist ein bisschen messy geworden. Ein Hammer. Ich verstehe das nicht. Manchmal muss ich Steine mit dem Hammer zerbrechen, manchmal mit dem... Das ist ein bisschen verwirrend, tatsächlich. So. Gut. Kannst du mal hier alles gießen, bitte? Dass alle Flächen nass sind? Ich weiß nicht bei den Wassermelonen, ob da alles nass sein muss, aber ich... Ich würde es vermuten. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich habe das Feld mal größer gemacht. Wie kriege ich das denn jetzt abgebaut? Du brauchst eine Schaufel. Hast du eine Schaufel? Da, ich habe eine Schaufel. Ja.
perfekt. Du hast aber auch eine Schaufel. Ja, habe ich. Ist ja wirklich wie bei Stardew Valley hier. Oh Gott. Ich habe erst die Hälfte meiner Wassermelonen verpflanzt. Ja, reicht auch erstmal, oder? Nee, ich habe noch insgesamt 33 Samen. Ja, hast auch ein bisschen übertrieben. Ja, wir wollen ja auch Geld machen, hast du gesagt. Ja, aber mit was kann man denn mit Wassermelone kochen? Wie verkaufst du die Wassermelonen? Okay. Und dann hoffen wir, dass sie viel Geld bringen. Ja? Da, jetzt ist alles. So. Ja, warte, nee. Hast du schon alle Samen gekauft oder wie viel Geld hast du denn? Ich hab noch, warte, ich hab noch Himbeer und Tomate. Achso, hier nimmt Pflanz an und ich grab weiter um. Für die Wassermelonenplantage. Wir brauchen gleich Hilfsarbeiter. So. So. Was ist das denn hier? Hallo? Eine Sense. Oh. Da, Sense. Gemischte Samen. Ja, komm, gib her. Olive geht's gut. Tobi geht's gut. So. Annabelle geht's gut. Und Mabel geht's gut. Kannst du hier auch nochmal gießen, bitte? Bei unserer Wassermelonen-Megaproduktion. Dürfen wir auch nicht vergessen, das müssen wir jeden Tag gießen, sonst sind die futsch. Ich laufe dir jetzt hinterher. Ich kann hier. Hä? Braucht mehr Platz im Wachs? Achso, weil da noch was. Hä? Okay, ich brauche noch irgendwo. Hier ist mein Busch. Wieso ein Busch? Was heißt das? Da sind zwei Büsche jetzt. Okay, ja. Gut, dann brauchen wir. Ich brauche hier noch Platz. Hilf mir mal bitte, das hier unten zu graben. Da? Geh doch lieber zur anderen Seite raus. Ich habe noch 13. Achso, ja, dann hier. Ich flüge. Ich hab schon. Hä? Einfach gedrückt halten. Anni! Oh Gott. Das Anpflanzen ist auch echt schwierig. Pflanze es nämlich immer so an, wie er das möchte. Junge, haben wir jetzt viele Wassermelonen. Sonst nichts zu tun. Anstatt die nacheinander, wenn einer fertig ist. Nee, die dauern irgendwie 13 Tage oder so. Das dauert den ganzen Sommer über. Das wird jetzt hier die Mega-Plantage. Guck dir das mal. Guck mal, wie schön. Haben wir alles gegossen? Nee, hier war noch ein Feld vergessen. Okay. Schnell gucken. Hier ist noch super viel. Guckst du auch nochmal zur Sicherheit? Ja, das sieht man jetzt nicht mehr, weil es dunkel ist. Aber Doch. Hier war schon alles. Nee, hier ist noch ein Trocken. Hier ist alles, ne? Okay, das müssen wir auch jeden Tag gießen. Okay. So, wir gehen jetzt ins Bettchen, du Wassermelonenmann. Ja, warte mal, haben wir die Kühe schon gemolken? Ich guck mal nochmal schnell. Jetzt explodieren die uns noch. Was kann man denn noch alles? Annabelle schläft schon, okay. Mabel auch, gibt's nix. Nix zu melken. Nachts. Ja, das ist mal eine Plantage jetzt hier. Tobi strahlt. Und Olive schaut sich das Wassermelonenfeld an. Und strahlt. Sehr schön. So. Was?
Kann man was in die Kiste tun? Okay. Die Zuckerrübensamen waren für den Herbst und Winter. Herbst und Winter steht da auch dran. Okay. Gut, dann lass uns ins Bett gehen, denn morgen haben wir einen langen Tag vor uns. Okay, das sieht doof aus. Ja, ich mach das da weg. So. Komm, wir schlafen. Warte, ich bin noch auf Klo. Psst. Ich leg mich schon mal schlafen. Hör auf. So, meine Lieben, das war's mit dieser Folge und wir sehen uns. Was ist dein Ernst? In der nächsten Folge wieder. Ich bin da, Schätzelein. Also, geh weg! Hier. Bis dann. Ciao.